Vidi. Stari, vidi. Sergio. No, lui da Guzzi. Guzzi. Stari, Sergio. Stari, ma c'è Guzzi. Guarda che... Vieni, Sergio. Faceva 100 anni. Guarda. Anche visto. Die Insel Zres war schon in der Jungsteinzeit bewohnt. Die ersten Kroaten siedelten im frühen 7. Jahrhundert auf der Insel. Vom 16. Jahrhundert bis 1797 befand sich Zres wie die benachbarten Inseln unter der Herrschaft Venedigs. Nach dem Fall Venedigs übernahmen die Habsburger die Herrschaft über die östliche Adriaküste und damit auch über Zres. Zwischen 1805 und 1814 war Zres kurz ein Teil Frankreichs, später wieder ein Teil von Österreich-Ungarn. Schließlich kam die Insel durch die Unterzeichnung des Vertrages von Rapallo am 12. November 1920 zu Italien. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Insel durch deutsche Truppen besetzt. Nach Kriegsende kam sie zur Teilrepublik Kroatien innerhalb Jugoslawiens und ist mit der Unabhängigkeit Kroatiens 1991 weiterhin ein Teil der Republik Kroatien geblieben. Eine der schönsten aus dem Mittelalter stammende Sehenswürdigkeit in der Stadt Zres ist der Stadttor mit seiner Turmuhr. Der Turm ist ein früherer Wehrturm aus der alten Stadtbefestigung von Zres. Er wurde erst künstlich renoviert und inzwischen ist er auch geöffnet für Besucher.